GZ und freiberufliche Sprengungen. Der Typ sieht aus wie einer von den Ghostbusters. Mit einer Minigun und einem breiten Kopf. Dogmeat. Was war das denn? Ich wollte doch einfach nur die Folge bangen. Ich wollte die Folge bangen, Alter. Ich bange immer die Folgen. Nein, ich meine, ich sag Dogmeat und alles fliegt in die Luft. Im Geiste ist er also schon bei uns. Nur Körper. Wer? Was habe ich euch getan? Oh nein, ein Raider-Wachhund. Den will ich nicht. Ich will Dogmeat. Du bist nicht Dogmeat, stirb. Ja, Leute, ich habe Dogmeat leider nicht finden können. Und ich habe wirklich intensiv gesucht. Aber es kann sein, dass er in diesem LP noch auftauchen wird. Was ist das denn für eine Rolle? Kommt die einfach, sprengt mir den Bus weg. Hat den Fahrplan nicht gelesen. Hilfe. Ja, genau die brauche ich nämlich. Du hast mit ein bisschen Buff out. Junkfood, yay. Psycho ist doch immer schön. Ein Steak. Mehr Steaks. Unendlich Steaks. So. Was willst du jetzt? Das reicht. Handgranate? Das ist keine Handgranate. Fang! Och, komm! Komm, nee, jetzt... Ich sterb doch. Ich bin tot. Ja, Leute. Wie gesagt, Dogmeat ist nicht mehr wirklich das Thema. Was war das jetzt? Der Bus, der einfach so in die Luft gesprengt wurde? Ja, da hinten sind die nämlich. Da hinten sind die. Ich bin bereits erkannt. Was ist denn mit dir los? Das ist doch ein Radio. Ich müsste mich eigentlich verstecken vor den Gegnern, aber... Leute, da ist ein Radio. Ich kann nicht. Ich kann nicht einfach tatenlos hier rumstehen, während da das Radio fliegt. Mann. Augenbot. Tschüss. Augenbot, der Enklaves Rüstung verkrüppelt. Okay. So ist Deutsch. So geht das. Wo sind denn die jetzt? Sind kurz einkaufen gefahren. Ah. Ja, ich schaue in die Ferne, sehe Hundearsch. Genau so sollte das Leben sein. Moment mal, Moment mal. Ist das da oben eine besondere Ruine? Kann das sein? Es gibt da nämlich so eine schöne Häuserruine, die random in der Gegend steht, wo man etwas sehr Schönes drin findet. Momentan finde ich hier leider nur meinen Tod, finde ich. Hier. Perspektive und so. Jetzt muss ich erstmal herkommen, um mich anzugreifen. Und im Nahkampf ist Hubert natürlich überlegen. Die Beine von diesem Hund sahen aus wie Antennen. Wo ist sie? Ja, wo ist sie denn? Wow, da ist sie. Ja, wo denn? Was? Sitzt sie da und kackt dahin? Die kackt einfach dahin, Leute. Das können wir eigentlich nicht zulassen. Och, nee. Die Pistole. Es muss die Pistole sein. Das ist die geilste Pistole aller Zeiten. So unglaublich effektiv. Tja, Leute, das sind dann so Gegner, gegen die wir am besten erst später kämpfen. Auf zum Galaxy News Radio. Mir fällt gerade auf, dass ich völlig verkrüppelt bin. Egal. Also, meine Spielfigur. wie ich einfach vor dem PC sitze und mir so ein Bein abfällt. Mir dann auffällt, oh, ich bin ja völlig verkrüppelt. So, das kriegen wir dieses Mal hin. Auf sie mit Gebrüll. Haha.
sie halt auf die Entfernung super trifft, ne? Ach, immerhin 38%. Probieren wir es. Daneben. Lol. Wow. Naja, da muss es halt die Granate sein. Ich wollte es sein lassen, aber sie lässt mir keine andere Wahl. Hubert ist stinksauer. Tschüss. Sprengung erfolgreich absolviert. Tschüss. Ja, eigentlich sollte ich das mit den scheiß Waffen einfach generell sein lassen und alle wegsprengen. Alle wegsprengen. Sollte ich nicht so oft sagen, den Satz, weil sonst gerate ich noch in irgendeinen Suchalgorithmus vom CIA oder so. Ja, auf jeden Fall ist da oben eine Häuserruine. Und in Häuserruinen gibt es häufig Radioruinen. Ruinenradio. Wie er blinzelt. Irgendwie sieht das voll stumpf aus. Naja. Stumpfes Blinzeln wurde festgestellt bei Hube. Uah! Was? So einer wieder? Wieso greifen die mich eigentlich jetzt schon an? Hubert, die Granate raus. Enklave-Soldaten, tschüss. Na klar, ich werfe eine Granate direkt auf ihn, treffe perfekt und verkrüppel sein Bein, wie er halt auf den Briefkasten schießt. Nachkommen. Jetzt aber. Dieses Mal treffe ich. Och, Mann! Naja, er ist trotzdem in Rauch aufgegangen. Ich brauche unbedingt mehr von diesen Granaten. Ich mag sie. Hallo. Vielen Dank für deine vielen... eine Plasmamine. Ich bin ein großer Freund von Plasmaruinen. Was? Nein, von Plasmaminen. Ich weiß, die ist voll viel wert, aber die wiegt auch 45 Kilo. Denkt bitte mal logisch. So viel zu logisch denken. Was ist mit euch los? Hallo. Mu. Wie, die greifen an? Wie, die greifen an? Ich werde mich doch nicht von Kühen platt treten lassen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist hier ein Häuschen. Der hat zu lang gebadet. Der hat das mit der Hygiene echt zu ernst genommen. Alles muss ab. Der Dreck, die Haut, das Fleisch. Eine Stange Zigaretten, yay. Yay. Was auch immer das war. Oh, ein Ofen. Ein leerer Kühlschrank. Da hat jemand die Redewendung den Kühlschrank leer fressen echt sehr, 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 sehr persönlich genommen. Persönlich genommen? Wörtlich genommen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Der Kompass sagt, nee. Ach so, ich bin von meinem Ziel weggelaufen die ganze Zeit. Yay! Hallo Autos. Da sind doch bestimmt Autoradios drin. Wer ist das denn jetzt wieder? Ein Mirelurk. Oh nein, ein Mirelurk. Was haben die alle für eine Reichweite? Sind die bekloppt? So eine hohe Reichweite kriegt man eigentlich nur durch eine Antenne. Die haben noch im Radio gehört, dass ich unterwegs bin. Mit meinem Radiogesicht. Mein Kopf ist so breit. Man muss da nur noch Saiten dran schrauben, dann kann man da drauf Gitarre spielen. Das wäre lustig gewesen, wenn ich reden könnte und nicht so rum. Ach, da waren wir doch schon mal, oder? Nee, wir waren woanders. Das hier war nicht der Ort, an dem wir schon mal waren. Denn sonst wäre ich wirklich dämlich gelaufen. Hallo, Einkaufswagen. Das ist tatsächlich der Ort, an dem wir schon mal waren. Aber ich habe ein Buch übersehen. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Deckung heißt es. Und es bringt mir Sprengstoff bei. Huberts Lieblingswort ist Sprengstoff. Sprengung.
Und seine Lieblingsfarbe ist sprengungsfarbig. So. Was ist da? Ich weiß es nicht. Da wohnt doch jemand. Was? Wo kam das denn jetzt her? Ich sehe diese Flasche und sage, da wohnt doch jemand drin. Der Flaschengeist. Der hört doch bestimmt auch Radio. Ja, ich hab... Genau, hier waren wir nämlich auch schon mal. Und darauf hat sich ein Zuschauer bezogen, der geschrieben hat, dass ich an allen wichtigen Landmarks vorbeilaufe und deshalb nicht komfortabel schnell reisen kann. Tja, ja, das stimmt. Aber woher soll ich wissen, auf welchem Pixel ich genau stehen muss, damit er das als Schnellreisepunkt erkennt? Naja, wo bin ich hier eigentlich? Bin noch in der Nähe der Stadt. Da ist das GNR-Gebäude. GNR, müsst ihr wissen, ist ein Radiosender. Und als Radiosender haben die bestimmt Radios. Das ist völlig abwegig eigentlich, warum sollte ein Radiosender Radios haben? Aber naja, da kommen Radios her. Und die müssen auch Gebühr bezahlen, weil ich das so finde. Oh, Protektrons, sind die eigentlich lieb oder... Der kämpft gegen irgendwas? Was ist das? Das ist ein Söldner der Talon Company. Oh nein, die Talon Company ist echt nicht so lieb. Ach nee! Hier, fangen! Nein! Uah, wie er gerade noch so an meinem breiten Kopf vorbeigeschossen hat. Ich hab hier was für dich, mein Freund. Ich hab hier eine sogenannte Plasmamine. Die ist natürlich jetzt sehr krass. Ist ja fast schon eine Krassmamine. Ich will diesen Kopf auf einem verfluchten Teller. Der passt da nicht drauf. Hier, fangen! Weiter feiern! Was? Wieso hat das nicht wehgetan? Boah, dreist! Was? Nein, das ist jetzt völlig absurd. Schau dir einfach aufs Maul. Was? Tschüss. Oh, der Petroktron. Protektron. Er ist böse. Dabei habe ich ihm noch gar nichts getan. So, wir haben es geschafft. Mit großen Verlusten haben wir es geschafft. Laserpistolen habe ich keinen Bock drauf mehr. Keinen Bock mehr drauf. Warte mal, war das eigentlich cool? Ich meine, er hat ja eine coole Rüstung offenbar. 12. Was hat meine? Wenn man das doch nur per Knopfdruck vergleichen könnte. 7. Aber er hat dafür coole Effekte, also behalten wir meinen. Was ist denn das für ein Typ? Ach so, ein Supermutant. Yay. Wieso hat der Supermutant Ameisenfleisch dabei? Naja, wo es Ameisen gibt, gibt es Antennen. Der hat sich die Ameise immer an den Kopf gehalten bestimmt, damit der das Radio empfängt. Och nee. Oh, das wird jetzt lustig. Er sieht recht grimmig aus. Wow. Wir haben es geschafft. Ein Centaur. Wie er die Säule abfräst. Tschüss, Supermutantenbiest. Ich habe ja fast das Gefühl, wir sind ein wenig zu doof ausgerüstet für diesen Ort. Nein! Das ist der Moment, wo ich alles reinwerfe, was ich habe. Schadensresistenz, Angriffspunkte, Hundefleisch, was? Buff-Out, Junkfood. Ich bin Buff-Out-abhängig, yay! Wie wär's mit Psycho? Stackt das eigentlich? Nee, ich bin abhängig. Also stackt es wohl. Wahrscheinlich nicht. Schmutziges Wasser.
Stimpacks, die habe ich eben die ganze Zeit gesucht. Ich bin auf Drogen, Junge. Habe Angst, fürchte dich. Gib mir deine Minigun. Denn die Minigun zählt natürlich als schwere Waffe. Wenn wir die Minigun haben, haben wir das erste Mal eine Waffe, die zu uns passt. Oh! Nicht. Ah. Ja. Hallo Minigun. Hallo Marco. Ich habe eine Minigun. Bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich habe nämlich meine eigene schöne kleine Minigun jetzt. Warum lege ich sie nicht an? Ich bin der Mann mit der Minigun. Laserpistole. Wo ist die Minigun? Da ist sie. Sie ist in schlechtem Zustand. Aber besser als ein Nagelbrett zum Beispiel. Oh, das Nagelbrett ist eigentlich ganz gut. Splittergranaten hat der Typ auch noch dabei. Ich werde reich. So, ab jetzt wird es dann auch nicht mehr ganz so dämlich. Das ist der GZ-Prüfer. Das ist der Antrag auf Gebührenfreistellung. Ich muss eigentlich... hi, ich mag diese Waffe. Ich muss mir das mal ansehen. Das ist wunderschön. Ja. Wie er abgeht, ne? Ich muss das Ganze jetzt aber... Es tut mir leid. Aber ich muss das nochmal umgekehrt sehen. Also so rum. Staubsauger. Ja, es ist gut. Es reicht. Galaxy News Radio finden. Ja, wenn die mich jetzt so sehen. GZ und freiberufliche Sprengungen. Der Typ sieht aus wie einer von den Ghostbusters. Mit einer Minigun. Und einem breiten Kopf. Das ist... Immer wenn ich sowas sehe, muss ich sagen, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach. Es ist Kunst. Coca-Cola, kleines verbranntes Buch, Bleistifte und ein Schachbrett. Da hat jemand das Spiel nicht ganz verstanden, muss man wissen. Aber ja, jeder wie es mag, ne? Hubert fühlt sich beleidigt. Sein Kopf ist viel breiter als meiner. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich... Na, das wirkt nicht so cool. Nee, geht nicht. Ich hoffe, ihr wusstet, was ich... Kann ich eigentlich... Nein. Egal, was ist das denn für ein Typ? Hallo. Einfach nur so, ich hab schon seit Jahren keine Gebühren mehr bezahlt. Und nicht so, gut zu wissen. Aber das war jetzt, glaube ich, Munitionsverschwendung. Das Doofe ist an dieser Waffe natürlich, dass sie lang braucht, um anzulaufen. Sieht aus wie ein selbstgebautes Radio mit Pümpelantenne. Pümpelantennen sind cool, ja. Beschädigter Gartenzwerg. Was steckt denn da drin alles? Uah. Tut mir leid. Maddox. Yay. Ganz viel Maddox. Das sollte ich übrigens öfter mal nehmen. Das sind immerhin 25% Schadensreduktion, Alter. Das hört sich voll ghetto an. Dieses Spiel ist eigentlich das Beste, was ich... Ich liebe das. Ich liebe das. Nein, ich liebe das. Wieso nehme ich die Haarklammer nicht mit? Ich liebe das einfach. Naja, auf jeden Fall sind wir hier in Pümpeltown oder so. Ein Metallhelm. Ist das eine Anspielung? Ich weiß es nicht.
Infusionsständer. Ja, so einen kriege ich auch immer, wenn ich das hier sehe. Ich habe gerade eine göttliche Eingebung bekommen. Das ist ein Strichmännchen gebaut aus diesen Pümpeldingern. Nein, das hat Mata gerade gesagt. Ich habe sie geklaut, 1:1. Deshalb ist nicht witzig. Was ich sage, ist eh nicht witzig. Nein, nein. Ich lasse es. So, ja. Die Skulptur, sie ist kaputt. Oh. Raus hier. Tür nach zu Hauptstadt des Ödlands. Nein, Ödland der Hauptstadt. Hauptstadt des Ödlands ist lustigerweise nicht im Ödland der Hauptstadt. Wie dem auch sei. Wie dem sei auch. Wie sei dem auch. Das sieht aus wie eine Walking Dead Gegend. Das erst recht. Blutbeutel mit verstümmelten Armen. Yay. Oh, Munition, eine ganze Menge sogar. Wir brauchen allerdings 50 mm. Wir brauchen 50 mm verstümmelte Tors... Was? Nein. 50 mm Munition für unsere schöne Minigun hier. Ich nenne sie Betty. Nein, ich nenne sie Mata. Ich habe gerade entschlossen, Mata, dass ich meine Minigun nach dir benennen werde. Mini-Mata-Gun, yay. Yay, eine Mini-Mata-Gun. Das nicht wunderbar von mir? So romantisch. So romantisch. Brahmin-Haut-Outfit. Nein, Hautfit praktisch. Haarklammern, Spirit. Spirit, ich meine Stimpacks. Spirit. Was auch immer das sollte. Laser, da kann ich irgendwas reparieren und dann ist alles leichter. Ja, das da weg. Wozu brauche ich diese 10mm Pistolen eigentlich noch? Kein Mensch braucht heutzutage noch 10mm Pistolen. Denn ich habe diese 10mm Maschinenpistole. Also tschüss 10mm Pistole. Es macht ja irgendwie keinen Sinn, zwei Waffen zu haben, wo die eine schlechter ist und dieselbe Munition benötigt wie die andere. Ödländer, yay! Mit 32er Munition. Ich komme hier nicht durch. Könnte man das denn nicht sprengen? Nein, leider nicht. Wir müssen einen anderen Weg wählen. Und welchen wir wählen? Mit unserem neuen, wunderschönen Outfit. Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Fallout. Bis dahin. Tschüss. Ja, jetzt beginnt das Let's Play erst richtig. Hubert hat sein neues Spielzeug gefunden, seine Minigun, seine Matte, wie er sie getauft hat. Und das wird episch.